Wenn am Himmel von Mecklenburg-Vorpommern die Sonne untergeht, beginnt für viele Menschen im Land die Nachtschicht. Sie weisen den Paketen den richtigen Weg und sorgen dafür, dass unsere Sendung pünktlich ankommt. Die Mitarbeiter des DHL-Frachtzentrums in Neustrelitz. Wir haben sie eine Nacht lang begleitet bei ihrer Nachtschicht. Neustrelitz. Es ist 0 Uhr und die Schicht für Roswitha Heller beginnt. Sie arbeitet seit 21 Jahren bei der Post und ist in ihrer Schicht Herrin über 31.250 Pakete, die durch das Logistikzentrum ihren Weg suchen. Ja, denn wenn die Leute kommen, werden sie begrüßt und dann guckt jeder auf seinen Einsatzplan, wo er nur ist, weil wir manchmal auch umstellen müssen wegen Kranken und der Abrufkräfte, jeder kann nicht überall arbeiten. Da müssen wir individuell immer noch ein bisschen umstellen. Und dann gucken sie jeden Tag auf dem Einsatzplan, wo sie da nur arbeiten. Okay. Dann gehen wir in die Halle und müssen denn das alles vorbereiten. Wir haben 4 Vorsorter und alle 4 Vorsorter müssen dann vorbereitet werden. Das heißt, die Plombe ab- und Sperrgut entkehren und die Bänder vorfahren. Damit die Leute, wenn die dann kommen zur Schicht, gleich anfangen können mit dem Auflegen. Ich meine, wenn man die ganze Nacht und jetzt mit dem Sperrgut, dann weiß man morgens, was man getan hat. Weil jetzt, das ist ja auch immer so jahresabhängig. Jetzt zum Beispiel, wenn es zum Frühjahr, dann kommen wieder diese ganzen Autoreifen. Und dann weiß man ja auch, wie schwer die sind. Oder wenn die Pflanzzeit ist. Oder jetzt, wenn die Gartenzeit wieder losgeht mit den Gartenmöbeln. Und das ist dann schon ganz schön, wenn das alles lose in der Brücke ist und das dann zu entkehren. Insgesamt arbeiten 40 bis 50 Mitarbeiter in der Nachtschicht an den verschiedenen Stationen. Nachdem das Sperrgepäck aus den Containern entfernt wurde, werden die restlichen Pakete von Hand auf das Band gelegt und beginnen ihren Weg durch die 20.860 Quadratmeter große Halle mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 2 Metern pro Sekunde. Pakete werden durch die Scanstation direkt auf den richtigen Weg gebracht und über die sogenannten Vorsorter vorsortiert. Am Ende ist jedoch wieder Handarbeit gefragt. Die Pakete werden in Rollcontainer verladen und so in die LKWs zur Auslieferung verteilt. Bis dahin hat das Paket 3,5 Kilometer innerhalb von 8 bis 10 Minuten in der Halle zurückgelegt. Ob ein Container voll oder leer ist, wird Roswitha Heller per Funk mitgeteilt. Ja, klar. Ich habe dann so einen kleinen Handcomputer. Dort gebe ich meine Brücken ein und nehme sie dann, wenn sie leer gemeldet werden, auch wieder mit raus. Dieses sieht man dann auch gleich in der Schichtleitung. Da wechselt dann die Farbe von Rot auf Grün. Der Rangierer hat in seinem Auto auch so ein Terminal, so einen kleinen Computer. Und dort sieht er das auch und kann dann dementsprechend die Brücken tauschen. Die 62-Jährige hat sich über die Jahre an die Arbeit in der Nacht gewöhnt. Ich habe mich relativ gut dran gewöhnt mit der Nachtschicht. Meine Kinder sind groß. Ich kann dann, wenn ich morgens nach Hause komme, kann ich wirklich ausschlafen. Ich schlafe bis nachmittags 3:30. Mein Mann hat sich auch dran gewöhnt, weil das ist nur immer so. Und damit können wir ganz gut umgehen. Die größte Herausforderung in der Nachtschicht ist, dass wenn die Brücken, die hier ankommen, dann oft sehr viel Verspätung haben, entweder witterungsbedingt oder kann auch Stau auf der Autobahn sein. Und das sind dann eben, da sind auch vielleicht noch Prio-Sendungen drin. Und diese müssen ja morgens alle durch. Normalerweise bis um 5 Uhr müssen die durch sein. Und das wird nicht immer geschafft. Und dann kommt ein bisschen Hektik auf, weil die ja unbedingt leer müssen. Und das verursacht dann ein bisschen Stress.
Heute gehen jedoch alle Pakete pünktlich raus und für Roswitha Heller winkt um 7.30 Uhr der wohlverdiente Feierabend.